Yay! Ein neuer Morgen. Er hat keinen Spaß in Träumen gehabt anscheinend. Zuerst umziehen, dann frühstücken. Ach, Müsli. Eben schnell. Ich meine, vielleicht findet er ja in der Militärakademie ein wenig Spaß. Bestimmt. Ich meine, je nachdem, das Spiel ist was alt, also da ist die Flinten-Uschi noch nicht an der Macht gewesen. Hätten da vielleicht wirklich rumdrehen müssen, dass sie nicht die ganze Zeit darum rumlaufen müssen. Naja, egal. Damals war das Militär noch wirklich hart und so weiter. Warum haben wir eigentlich da keine Tür? Und Ladebildschirm? Hey. Das ist nur Alltagskleidung. Okay. Dann einfach umziehen. Nein. Nee, dann ist es Warum vielleicht. kann man jetzt das Outfit und Autokleidung zusammenstellen? Hä? Vielleicht ist es doch Unterkleidungsstil. Kann sein. So, die Frage war, war es Schlafanzüge oder Unterwäsche? Gute Frage. Die Ding. Nee, das ist noch im Rahmen. Alle Kleidung? Nee, die ist auch okay. Wieso hat er diesen blöden Einteil angehabt? Sport vielleicht? Stimmt, Sport war es, weil er eben auf der Ja. Bank war, hier. Tada! Aber Tat. eigentlich. Ah, nein, bitte nicht. So. Viel Auswahl haben wir ja nicht, ne? Mit den Ja. Beinen, ja, eben. So, so oder so. Ja. Dann eher das erste, ja. Eben. Gut, so, futtern. Schnell. Bisschen. Ganze Nacht durchgemacht hast und Sauberkeit gelesen. Naja. Kannst du ihn jetzt fragen, was mit Hobby los ist? Sport. Na, bis halb lassen wir ihn noch mal essen. Wenn er bis dahin noch fertig ist. Müssen die machen. Was macht Konst für komische Geräusche? Oh, Wolken, Wolken. Ich bin Ufase. Was macht der da? Er freut sich. Ja, anscheinend. Klar, gast du dich, ich schieß du da. Junge, nach dass du wegkommst. Schieb, schieb. Okay, wie läuft's hier? Will ich machen. Meine Fahrgemeinschaft kommt erst in einer Stunde. Nee, das ist Konz. Noch eine Stunde später. Das heißt, wir zwei können schon mal nachspielen eigentlich. Warum? Weil du auch schon spielen möchtest. Und weil wir beide Logik brauchen. Später auf jeden Fall, ja. Wäre das nicht üben und mitmachen oder so? Aber hey. Ja, wäre es, aber. Moment. Lass mal die Uniform sehen. Okay, das sah nach Lederhose aus von Weitem. Also wenn du als Kadett schon mit dem mit so einer Funktionsweste ausgerüstet bist. Na dann. Oh. Werden es ja sehen. Wollte mit dir noch über Hobbys reden. Mitmachen. Sie ist nur einfach irgendwie gekommen, dass der Job so gut bezahlt ist.
weil der wahrscheinlich heute nie wieder nach Hause kommt. Ist einfach in Aktion gestorben. Mhm. Ding. Hopperwood, Hashi und Rike. Kleider, was ist von Kleider? Ich will Schach spielen. Kleider, wir haben Kleider oben. Und einen Spielautomaten hier in der Seite. Warum haben wir Kleider oben? Ja, und was macht der Spielautomat hier? Kann man hier feinen Schuhen hin, übers Gras. Du denkst nur an feine Schuhe, während ihr Make-up gedöns. Wir haben so viele Frausachen hier. Ja. Und du denkst nur an deine Schuhe. Ja, Make-up trägst du zum Kleid. Und Kleider trägst du doch hoffentlich nicht, oder? Warum haben wir denn Kleider auf dem Dachboden stehen? Eben. Das, was ich gerade gesagt habe. Da fehlt nur noch die passende Hüte dazu. Dann haben wir passenden Laden. Ach. Gut. Ach, zum Kleid. So weit waren wir schon, danke. Oh, ich muss arbeiten. Ja, hol noch passenden Schmuck, ne? Weißt du. Immer noch Schach. Aber keine 3, hast du halt nicht schon? Ne, das ist aber 2, okay. Ja, würde ich sagen, lernst du direkt weiter, oder? Oder willst du dich und Markus anfreunden? Nö. Nicht? Oh. Dann ist dabei der Sauberkeit. In Maximalgeschwindigkeit. Die gar nicht so hoch ist. Huch! Was? Ja, wenn das Müsli da steht, kannst du keine... nicht so schnell. Du brauchst nicht schlafen, du sollst lernen, verdammt. Ich habe mich auch nur entspannt, aber ja. Darfst du auch nicht. Hey, Rechnung. Und Menschen. Und Rechnung. Aber erstmal lesen. Jo. Ganz viel lesen. Warum? Du sitzt auf der Couch und liest Bücher über Sauberkeit. Stop. Ich habe die Begeisterung für Natur entwickelt. Wahrscheinlich, weil direkt hinter mir Schmetterlinge rumfliegen. Ja, und neben dir schwirren Ameisen. Bist du deswegen naturbegeistert geworden? Erstens tun sie das nicht mehr. Stimmt, die Brutzeit ist vorbei, ja. Holy shit, der Spaß. Zocken, jetzt. Es war eine schöne Woche, ich finde die Aussage, aber... Mhm. Und der lebt noch. Ja. Du bist scheiße, Junge. Wabble. Na, wie viel Geld müssen wir bezahlen für Zeugs und warum dazu darum? Weil dieses Tor so selten genutzt. Will aus irgendeinem Grund wahrscheinlich die Rechnung auf den Tisch im ersten Stock legen. Ja, weil wir keinen freien Tisch haben. Weil das Buch liegt. Haben wir aber. Nee, das ist ja kein Beifalltisch. Ein Esstisch. Naja. Na dann. Wo du gerade schon mal da bist, kannst du die Rechnung gleich bezahlen. Wieder zurückbringen. Oh. Jetzt hab ich die ganze Strecke wieder zum Briefkasten zurücklaufen. Ha! Es
Zwischenzeit kann ich den Tisch hier mal wegräumen, weil der stört. Tische. So, vernünftige Tische. Sollten wir eine Karriere beim Militär auch was für mich gewesen wahrscheinlich, aber. Ja, aber du willst ja, holy shit, die sieht hässlich aus. Meine hübsche Wunderfolge. Wie viel kostet der? Was ist der teuer? Und wie viel kostet der erste dafür? Nehmen wir den. Den Schachbrettmuster, wie sich. Okay. Nein, lieber nicht. Oder doch? Ja, passt. Du bist die Schule dran. Tun sie. Aha. Magic. Feuer. Ist ja auch ein Zaubertisch. So, genug Spaß. Geh duschen und sei sozial. Gegner oder das Anschluss weiß ich auch nicht. Bachukido! Hi. Dann komme ich zurück, schaffst du es bis dahin nicht zu verhungern. Ja, in einer halben Stunde. Passt, glaube ich. Wird schon gehen. Freund fürs Leben finden. Wie steht's zwischen dir und Markus? Seid ihr schon Freunde? Könnt ihr Freunde fürs Leben werden? Seid ihr schon? Schade. Warum ist kein Freundschaft mit Konstantin? Ich verstehe das nicht. Wie verstehst du nicht? Gibt's da nicht zu verstehen. Naja, wenn man im selben Haus lebt, ist das irgendwie schon praktisch. Oder? Sind wir nicht irgendwie in einem Spiel miteinander verwandt? Right. Nein, das hindert Argus und mich daran, ein Freund fürs Leben mit mir zu haben oder so, ne? So was anderes. Oh nein. So dramatisch. Hey, selbe Fahrgemeinschaft. Warum? Weil wir zur selben Zeit zurückgekommen sind. Und werden wieder Punkte bekommen. Ach, keine Ahnung. Haben wir irgendwelche größeren Probleme? Ja. Ich. Danke! Ja, schau dir doch mal deine Balken an, die sehen fürchterlich aus. Ja, dann mach da was dran, bitte. Das kann ich nämlich bekochen. Von hier aus ja, nicht. Ja. Nein, Gruppen mal. Und zwar. Ja, oh, Sandwiches klingen gut, glaube ich. Wo wird man besser im Kochen? Gute Güte. Hm. Oh. Bad. Hat Geld verdient, freut sich drüber. Jai. Fangenspiel. Ja. Fangenspiel. Dela, was ist passiert? Talim, ja. Er läuft in die Ecke. Immer noch Laborkittel. Das ist perfekt, um Essen zu machen. Habe ich ja auch schon erwähnt. Das ist einfach. Ich wiederhole es einfach nochmal. So vertrauenserweckend. Haushalt rufen. Haushalt! Und jetzt? Jetzt bist du auf Flo. Nach deinem Albtraum. Nach deinem Albtraum. Und? Warte runter. Okay. Kakteen kaputt.
Irgendwie so aus. Oh. Haben wir uns gut um sie gekümmert. Mhm. Und jetzt? Okay, bald sind wir Standoff. Duschen? Hallo. Ich habe erwartet. Ah. Okay. war das gerade ein Sandwich? Ja, ne? Nee, was ist das? Doch. Hat er die gerade... Ja, hat er. Aber warum hat er? Das ist eher die Frage. Hier ist noch Platz, verdammt. Ja, der wollte die irgendwo abstellen. Ja, da. Nicht oben. Aber da oben ist doch mittlerweile ein normaler Tisch, warum nicht? Ja, dahin. Da. Mein Herrgott, wo bin ich eigentlich? Nee. Ach, auf der Couch, okay. Ja, Padu, oh. Padu, Flebens, Claire, Labashtoki Farm. Wahrscheinlich? Bellet, Floden, Was Hola, Danke. Vielen Dank. Mhm. Denke ich mir auch. So, da wir jetzt ja alle versorgt sind, können wir auch wegfahren. Bist du ja wahrscheinlich. Wollen wir nicht ein Alarmanlage einbauen? Könnten wir, aber das ist das Auto nicht wert. Also, wer will sowas bitte schon klauen, ja? Sowas. Hallo, schaut ihr den mal an. Ja, tue ich. Und? Immer noch eine Schrottkarre, auch wenn sie ein bisschen was schick lackiert ist. Wie kannst du den nur nicht haben wollen? Naja. Türen schließen nicht richtig. Ah. Beispiel. Bitte. Ich stell mich da mal auf den Teller, ist okay, ne? Ja. Red nach Podium. Mann, bevor wir wegfahren, isst du noch weiter. Hat sonst noch wer Hunger? Nein. Nicht wirklich. Ja. Wohin fahren wir eigentlich? Irgendwohin. Haben wir nicht noch... Noch irgendwie Eintrittskarten für Fitnesscenter und so ein Scherz? Ich glaub schon so. Wo sah man das jetzt wieder? Wahrscheinlich im Inventar, oder? Nee, das sind ja kein Eintrittskarten. Das sind ja diese geilen Dingenskirchens da. Ich glaub, das sieht man nur mit den Möglichkeiten, die einem freigeschaltet sind, irgendwo hinzufahren, glaub ich. Nee, oder? Du hast irgendwo so ein kleines Symbol, was irgendwo dran kann. Hier, genau. Ja, weil Sport leuchtet wahrscheinlich, oder? Genau, ich bin hier zum Kochen. Kannst zum Fitnesscenter und zu den Spielen. Kannst du den Spielen, kannst du gerne irgendwo hin. Gut. Wir könnten ins Fitnesscenter. Denk schon. Wenn ja. Ich fahre. Wenn du fährst eben. Zum Geheimgrundstück. Aha. Also Fitnessnudeln sind. Also Fitnessnudeln sind. Ja, ich schon. Ja, du. Du musst das Pulsi doch mal. Klingelingeling. Fick dich, Telefon. Das ist denn diesmal? Geschieber? Nur damit wir beide den mal gebracht haben. Ja.
Ja, kannst du das nicht? Was erzähl ich dir jetzt, weil wir gerade essen? Ist okay, oder? Ich hab mal stehe, kann ich. Baseball zerquetschen. Bin ich mir gar nicht so ganz sicher, aber okay. Mit genug Kraft bestimmt, muss einfach nur drauf werfen. So sollen wir da vorbeiten. Sicher? Schwung. Sicher, dass du nicht mit Kakerlaken eher den Baseball zerquetscht? Unsere Date war allererst Sahne. Lass uns das doch nochmal wiederholen. Ich habe gehört, dass die Nachbarschaft Downtown. Nein, nicht das. Wo kam es das denn? Die Nachbarschaft Downtown soll wirklich klasse sein. Hast du Lust? Ja. Date. Mit Melanie, die noch minderjährig ist, mind you. Also hatte ich ja doch recht. Einfach schön zu wissen, dass man recht hatte. Ja, damals waren noch beide minderjährig. Ach, keine Ahnung. Ja, mach doch einfach. Sie hat die eingeladen. Wenn Zimt sagt, das geht in Ordnung, dann geht das in Ordnung. Eben. Ah, okay, dann fahren wir nach Amazon alle zusammen. Gut, soll mir recht sein. Tolles Date. Meine Familie mit, ne? Ist kein Problem, oder? Taxi? Wieso Taxi? Na, wir können auch selber fahren. Hm? Aber gut, das passt dann gut zu den Plänen, die wir nicht hatten. Für den Fitnessplan. In Downtown gibt's bestimmt irgendwo einen Möchte ich ja vermisst getroffen werden? Nein, möchte ich nicht. Schade. Ich hab gerade optimale Situation. Gibt's dann draußen so eine Option, Blitzerblätter spielen? Nimm bitte diesen Regenschirm in die Hand. Halt ja, ihn in die Luft. Einfach so, wenn du dich umbringen stellst. Toll, dann werden wir wahrscheinlich beim Blitz getroffen, während wir auf das Taxi warten. Huh? Oder zum Taxi gehen. Ach schon, wir dürfen ja selber aussuchen, wo das Date hingeht. Okay. Ja, irgendwo, wo man fitnessen kann. Es geht ja noch was runter. Ach du ziemlich, heilige ziemlich Downtown. Weit. Okay, Stadtpark, okay, von oben nach unten, denke ich mal, ist besser. Ja. Botanikrestaurant, nicht unbedingt, nein. Bowlingbahn, könnte man. Einkaufsparadies. Der Nabel der Stadt, was? Weiß ein Tanzlokal, gut. Bild des Löwen? Ah, okay. Bin ich zurück, ja, gut. Gumm. Essen. Ganz falsch gehen. Was? Sind schon zahlreiche Mitarbeiter spurlos verschwunden. Toll. Sei bloß. Nein, danke. Kulinara noch mehr essen. Dann eine Wiederkehr, was? Ladenkette, Lebensartikel, aber nicht. Okay. Liebes Labyrinth, bestimmt. Nachtclub und so weiter, FKK, genau, ja. Und kaputtbar, tolles Wort. Mhm. Ja, Stadtpark gibt's auch nicht wirklich viel, wahrscheinlich, was man... Naja. Sport machen kann. Ja, dann wahrscheinlich Bowlingbahn, ne? Wahrscheinlich, ja. Weil es wahrscheinlich auch nicht unbedingt Fitness ist. Egal. Welche nehmen wir? Zurückgeschnurrt oder Flotte Otto? Ja, du musst bedenken, dass du damit mehr nicht hin willst, ne? Flotte Otto, gut. Safe, Mom! Eben. Jetzt, wir gehen bowlen. Das war hell. Dezent. Hey.
denken wir nur an dich, so wie es sein muss. Ui. Ich bin halt einfach Bewegungsmagnet. Dramatisches Blitzen ist dramatisch. Wie, keine schmissige Menümusik? Oh. Wie bitte? Alles gut. Hab mich nur gewundert, dass es keine Ladebildschirmmusik gibt. Krass. Ah, jetzt gibt's die. Okay. Naja. Die Ladebildschirmmusik muss erstmal geladen werden. Ja, das war der erste Balken. Der zweite Balken war keine Ahnung was, jetzt kommt gleich der dritte oder so, ne? Ja, genau, jetzt kommt der dritte. Wieso eigentlich? Weil die Sims nie eine vernünftige Art gefunden hat, Dinge zu laden, dass es auch verständlich ist. Wahrscheinlich. Schwarz, nicht mehr schwarz. Stopp. So, was ist das? Quantenspielen, ja. Ist okay. Will ich das auch? Ich auch. Schön. Und du wirst vom Blitz getroffen werden. Jetzt. Jetzt bin ich vom Blitz getroffen werden. Ja, jetzt regnet es aber, glaube ich, nicht mehr. Ja, ganz woanders. Eben. Schön. Jetzt, Markus, bewundern, warum? Was ist passiert? Warum willst du mir gratulieren? Hä? Hab jetzt ein Deckel. Wahrscheinlich, dass du alt geworden bist. Lupa. Ja, dann datet ihr mal. Also wir können gerne ein Date haben, ausgesetzt, ich kann mit der Familie mitnehmen. Echt, ey. Ludi! So. Wegscheuchen. Date beenden. Ja, wo sind die ganzen Optionen? Wahrscheinlich will ich erstmal wieder ein bisschen warm werden, dann gibt's da bestimmt wieder. Wie sehen die Wünsche denn soweit aus? Spielen, okay, essen gehen. Sprechen. Gut, dann reden wir. Tratschen ein wenig. Dann können wir zusammen essen gehen, denke ich mal. Und Tisch führen lassen. Und doch, er denkt an mich. Jo. Ich treib Sport. Mehr oder weniger. Jo, mehr oder weniger. Lass mal sehen, wie gut ich bin. Und ich stehe noch hier draußen rum. Mit Renate Zenker. Bowling. Bowling. Dann schauen wir doch mal, wie ich mich anstelle. Dämlich. Perfekt. Oder denken an mich. Hallo. Floor Michel. Melanie, kommst du nicht mit? Die ist einfach jeden so begrüßt, Alter, ne? Eben. Ching! Jetzt hört sich doch. Das Wasser ist immerhin billig. Ist es? Ja, Wasser eben. Wir können es uns eigentlich was kosten lassen, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Er nimmt dir jetzt Geld ein. Also bis zu 350 kann das kosten hier. Eben. War nämlich sein Verdienst.
Wer? Ja, die beiden. Frisst eine Eisbombe, Melanie. Ja, stimmt eigentlich. Wäre gut. Passt. Selbst ein Glas Wasser. Filet Mignon. Können wir auch, ja. Sagt ihr das was? Mir sagt nix. Persona 4. Ah ja. Jeder, der Persona 4 kennt, weiß jetzt, was ich meine. Ich kann's nicht, erklär's bitte. Ach, eine von den Hauptherren, Chie. Einfach unglaublicher Fleischfanat. Okay. Immer wenn man irgendwie so eine Kiste geöffnet hat. Beziehungsweise auch in Persona Q ist das so. Wenn man so eine Kiste öffnet, sagt einer der Teammates, den man gerade dabei hat, zufällig irgendein Spruch, wenn man eine Kiste gefunden hat. Ich weiß nicht, ist es irgendwas ähnlich wie: Oh, wir haben einen Schatz gefunden. Oh, 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 ist es Filet Mignon? Das ist wirklich sinnlos. Leisch! Leisch! Kellnerin! Kellnerin, ja. Auch Fleisch, was? Ja, fetten Platte, ja. Können wir die Musik wechseln, vielleicht? Trainieren! Hey, man kann trainieren! Ja. Lass mich trainieren! Moment, erstmal möchte ich hier vernünftige Musik haben. Anchor. Was, den Oldies? Was? Ja, ist die Frage, Heavy Metal ist eigentlich, Country, Punkt. Oh Gott, Country, nein. Big Band, denke ich mal, am ehesten. Das Gefängnis! Geh nicht immer los, hier kenne 2000 D-Mark ein. Waren ja nur 200, ist aber auch egal. Vielleicht waren es auch 400. So. Tanzen. Haben wir da. Crainer Blade. Warum meinst du? Darf ich jetzt trainieren? Nein, da müssen wir den Sender wechseln. Dann hab schon. Okay. Also das Essen. Insider wird's erzählen. Willst du noch mit ihm reden? Nein. Okay. Annie, wir tanzen jetzt, schnell. Zack, 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 zack. Stehst du hier mit im Weg rum? Ich will deinen Teller haben. Okay, genug getan. Weiter. Umarmen. Ja, gut. Ah ja, das Date wurde auch wieder verlängert, wie es scheint. Ja, jetzt ist es ja nett. Naja. So eine freundschaftliche, the fuck. So. Weil du ja jetzt, glaube ich, erwachsen bist. Ich hab's geändert wieder. Ja, wahrscheinlich. Deswegen wurde es auch nicht mehr angezeigt, Freundschaft. Warum willst du jetzt mit mir sprechen? The fuck? Okay, bowlen gehen. Spielen. Jetzt. Lass dich kitzeln. Das ist einfach diese Liste an Befehlen hier abarbeiten. Wie ja. Traurig. Was jetzt? Nur noch Molen und Footback spielen. Okay, spielen wir Footback.
Es ist schön, wenn man am Date weiß, was der Gegenüber will. Könnte man häufiger brauchen. Wieso stehe ich eigentlich hinter der Küchenzeile? Ich weiß es nicht, weil du den Teller abgeräumt hast, wahrscheinlich. Stimmt, ja, da war was. Hey, tanz mit. Hey, tanz mit. Ich will aber trainieren. Und ich freue mich wegen irgendwas. Nein, du tanzt. Achso. Achso, ich imitiere deinen Tanzstil, okay. Ja. Kann ein geiler Polyp tanzen? Holy shit. Nee, es ist schon mal, auch noch hin. So. So, was mache ich jetzt in der Küche? Teller schleppen, gut. Ist hier plötzlich aushältst, Leute, oder wie? Anscheinend. Ja, raus. Wundervoll, so. Was? Neue Kleidung kaufen. Nein. So. Deine Missionsplätze erfüllen. Jemanden sprechen kann man mal machen. Mal reden, da mal reden, ganz unten mal reden. Konz, was will Konz? Jemanden spielen, also mit dir. So. Lässt sich, glaube ich, einrichten. Nee. Jo. Was spielt ihr? Ja, lasst euch. Sagt euch gegenseitig, genau. Klingt gut. Du kommst hier nicht rein. Aber ich bleib davor stehen einfach. So, wir führen jetzt ein Männergespräch. Zum College. Zwar über Melanie. Videospiele. Was? Ah, Schatzkram, eure Bowlingbahn. Gleich. Mach das. Noch nicht jetzt, noch läuft das Date. So. Da du nichts mehr zu tun hast, außer die Witze anhören, kannst du auch einschalten gleich trainieren gehen. Wie du es unbedingt kannst. Ja. Hat Konskra was zu tun? Wenn ich schon nicht ins Fitnesscenter gehen kann, dann muss ich eben zur Musik trainieren. Dann mache ich eben sehr, sehr ausdauerndes Yoga. Dann grab mal hier auf der Bowlingbahn nach Schätzen. Bitte schön. Das will ich jetzt sehen. Ich glaube eher, dass die Bowlingbahn nicht als Fußboden, sondern als Gras weiterhin registriert wird für diese Sache. Ich glaub's auch, ja. Ist aber mir egal. Ich will das Loch an der Bowlingbahn sehen. Leg? Warum Leg? Can't handle the truth. Deswegen Leg. Hey, kommst Freundin. Wieso? Ich wollte gerade sagen, wieso leuchtet sie so? Ich hab vergessen, dass sie krass böse ist. Ja. Genug geplaudert. Durch eine Aufwerbung mal, wo Konz gleich graben wird. Oder er geht erst dahin. Gut. Wieso ist sie überhaupt da? Ach, mit Melly. Reicht schon, weiter. Ja, ja. Mit Renate sprechen, gekitzelt werden. Okay, lass ich einrichten. Da. Und dann umarmen geht auch, oder? Ja, wenn es dann noch existiert. Hi, wenn es noch existiert. Kriegt das Spiel noch einfach weg. Wette? Kriegt das Spiel noch einfach weg. Ja, ich könnte, aber jetzt möchte ich gerade ein Doppeldate machen, weil Konz ja auch noch da ist. Ah.
Wann hatten wir uns eigentlich entschieden, ihn mit der krass bösen Hexe zu verkuppeln? Ich weiß nicht, was, glaube ich, die vielversprechendste Beziehung, die er hat, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber sie ist gerade da. Sie ist gerade da, ja. Außerdem ist sie krass böse. Eben. Danke, nee. Nach Date. Licha. Das wird interessant werden. In before Frosch stand hier. Das geht, glaube ich, nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Zeit läuft schon wieder ab, ja? Warum warnt mich da keiner vor? Kitzeln und im Anschluss umarmen. Umarmen. Freundschaftlich, mehr geht nicht. nein, Mel. Bowlen, du sollst gekitzelt werden. Wird knapp. Leck's auf die Fresse, genau. Du musst duschen. Haben wir eine Dusche? Wir haben aber keine. Doch, das ist ein Klo, ne? Ist nur ein Klo, eh. Ja. Hände waschen, hoffentlich bringt das was. Kumba. Ich bin nicht ganz sicher. Oh, Melanie versaut das Date. Lass dich umarmen. Lass dich kitzeln. Nope. Doch, jetzt hier. Zu knapp. Was? Und jetzt natürlich. Ach ja, naja. Gut, eine draus, das nächste fängt an. Was will Markus jetzt mit ihr spielen? Wo bin ich? Da bin ich. Nein, nicht ärgern, spielen. Also erstmal oder so. Datet ihr schon? Nein, noch nicht, aber gleich. Gut. Eventuell, wer weiß. Wenn du dich mit der Katze anfreundest. So. Ich glaube, ich frage mich eher, warum sie so komisch ist. Ich frage mich eher, warum sie so komisch ist. Weil es die Katze Hexe ist. Ich schlafe jetzt beide ein. Natürlich redet ihr über mich. Lavorn! Trophy. Date. Date. Hopp. Oh, gern. Gut, das wird jetzt. Aha. Was gute Hexe. Der möchte dir es romancen. Ja, wer hat noch nicht, wer will nochmal Simon, ne? Ja, muss. Was ist denn? Mein Problem ist eher, dass du, glaube ich, nicht mal mehr die Energie hast, um guten Tag zu sagen. Wahrscheinlich nicht, du aber auch nicht. Nö, ich habe auch was getan dafür. Ja. Deswegen ist das Problem, kann man nicht uns beide nur wegschicken und er bleibt hier, kann man nämlich nicht, glaube ich, ne? Nee, kann man nicht. Muss dieses Date nämlich wahrscheinlich jetzt aufhören, weil ansonsten du drei bewusstlose Leute irgendwann zu Hause schleppst. Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir einfach die mitnehmen. Andererseits pennen kann man auch hier drin. Das kann man ja auf den Sofas machen, da auf den Couchen, glaube ich. Ja, aber Notfalls auch draußen. Hm. Nee, kann man nicht. Da sitzen ja, draußen sitzen. Parkbänke. Auch nicht. Ja. Dann schlafen wir gleich auf dem Fuß hin. Jo.
Ach, weißt du was? Markus macht noch ein Date direkt im Anschluss, weil es letztes gut gelaufen ist. Das ist eine sehr schlechte Idee. Wieso? Er hat von uns allen noch die meiste Energie. Ja, aber Melanie. Sind nicht verknallt, soweit ich das gesehen habe. Weil sie gerade nicht sein können. Eben. Waren aber. Ja, und? Ja, und? Notfalls fahren wir es einfach gegen die Wand, das ist doch auch schön. Guck drauf an. Ja, komisch. Heulst und meine Güte. Ja, ich will halt nach Hause. Ja, ja. Weil man hier nicht mal duschen kann. Im Fitnesscenter wäre das nicht passiert, da kann man duschen. Ja, ja. So. Hier in Kissenschlacht. Können wir noch nicht. Okay. Andere Option. Essen gehen, kostet teuer. Sprechen, klingt gut. Tanzen, ja, kann man machen. Plaudern. Und über tanzen. Nee, bloß zählt nicht ans Tanzen, glaube ich. Ach, egal, erstmal sprechen. Nein, du schreist nicht die böse Katze, du datest bitte die gute Hexe, so. Klamotten. So, hat was. Gefällt dir, was du siehst, und danach Date. Holy shit. Hui, Magic. Wer war das jetzt? Die gute Hexe war das. Was hat die denn gemacht? Die hat gesparkelt. Ja, aber warum? Was ist dabei passiert? Weil sie kann, dabei passiert gar nichts. Es sieht einfach schön aus im Moment und erhöht irgendwie die Umgebungswert oder so. Toll. Nebelstanzen. Gut, das lässt sich machen. Ja, du kannst gleich schlafen. Weil du kannst eigentlich schon mal ein Taxi rufen, stimmt. Ding-a-ding. Bowlen, ja, Was will ihr denn essen gehen? Gut, klingt. Hey, achso, die tanzen gerade. Klingt nach einer vernünftigen Reihenfolge. Dieses Bild einfach. Ja, dieser blaue und der Dunst überall. Nope. Man kann es hintreffen, ja. Weiß ich nicht. Frage ist jetzt, datet ihr schon? Nein, datet noch nicht. Okay, ihr plaudert immer noch. Hört auf zu plaudern. Gute Güte, Simon. Was denn? Ach, gar nichts. Doch, du sagst, was war. Nein. Okay, kürzen wir das ab. Hm.
Das Haus der umgestürzten Räume, wirklich? Bitte? Gegenüber. Das Haus der umgestürzten Räume? Ja. Wow. Eine Wiedecke, ja, gut. Spielzeugs. So, Kanz, wo läufst du hin? Was willst du da? Ja, aber eigentlich, wenn die schon im Date sind, dann. Wir haben 4 Stunden Zeit, das ist einiges. Mischka! 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 Und Date? Ein Date? Miguel! Miguel! Kein Date. Oh. Dann nicht. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Nach Hause gehen. So, jetzt hier. Ja, Junge, steig ein. Hängt. Warum hängt es? Ach, weil sie die Katze auch beschworen hat. So, haben wir es und mir fehlt noch wer. Du. Geht, nee, Kons fehlt, meine ich natürlich. Ja, der steht da noch. Jetzt fehlt er gleich nicht mehr. Print! Große Frage, kommt sie jetzt mit oder nicht? Ja, tut sie. Ui. Das ging sehr plötzlich, sehr schnell. Ich sehe es schon kommen. 2 Leute werden aus diesem Auto aussteigen und sofort auf dem Fußboden einschlafen. Mhm. Ja, ich meine, passiert halt nach einer atemlosgefeierten Nacht auf der Bowlingbahn. Wenn man seine Familie leiden lässt, nur weil man selber noch ein Zeitspiel anfangen will. Mhm. So. Ja, Prioritäten. Markus steht schief. Aber an. Das war's gerade eben mit Feuer. Werd hier was anbrennen lassen. Du? Ich gehe noch nicht duschen, ich gehe erst ins Bett. Aber dann haben die alle Albträume von dem Geruch. Kann ich nichts für, aber wenn ich ja jetzt duschen gehe vorher noch, dann komme ich nicht mehr ins Bett. Naja. Oder ist es wichtig? Man stated noch, gut. Auf Klo. Dann hin. Komm mal, ganz hier drauf konzentrieren. Müsste eigentlich mal wieder arbeiten. Muss er nicht. Gut. Perfekt. Was wollt ihr denn hier alles? Küssen, flirten, alles möglich. Gut. Einfach mal auf Risiko gehen. Werden wir sehen, ne? Ich quasi. Nope. Aber was wollte sie doch? Also. Ah. Naja. Dann halt nur umgehalten. Im Regen. Lenta! Und weiß auch nicht, was sie will.
Nö. Na dann, dann lass dir halt Witze erzählen. Wenn ich sie finde. Da halten wir das, ja. Ja. Ja, du musst es mir egal. Wenn du über Aktien nachdenken, ist ziemlich blöd. Aber so effektiv. Ja, wahrscheinlich. Schmutzigen. Ja, soweit kommt's noch. Können wir das schon? Nein, können wir noch nicht. Okay, dann flirten wir erstmal ein bisschen. Nein, nicht verabschieden. Arm. Tulpen über Köpfen. Nein, ich stehe bloß, geht ja noch nicht. Ja, ja. Ist das wesentlich langweiliger als das für Jetzt Kissenschlacht machen. Was ist deine Meinung zur momentanen Situation? Da habe ich keine Meinung zu. Das ist aber langweilig, keine Meinung zu haben. Affe, glaube ich, noch. Wir sehen einfach, wie draußen im Regen abläuft. Die ganze Zeit. Wie gesagt, weg des puren Terrors. Sehr schön, sehr schön. Auf diese Blab. Kassana Lengsch. Auf Mosche Kelle. Gut Lab. Krabam. Ätzchen. Ah, Magadam. Und Vagesam. Avam. Wehwoo! Look at this. Sepupatalana. Wohin?
Hotel. Schmalala. Er hat noch Zeit oder nicht? Naja, dann nicht. Gut, dann nicht. Das? Ich kann Hexe werden. Nein. Wirklich nicht. Nicht Gender Swap. Deine Band, egal. Ja, dann war das auch wieder mal ein ereignisreicher Tag, denke ich mal, oder? Wenn du wirklich mal duschen solltest, als wirklich. Naja. Wir sind noch wach. Nee, okay, gut. Dann mach ich jetzt alleine Schuss. Schuss, genau, Schuss. Da. Orte.